Die ganze Tech-Szene berichtet im Moment über diese Oberfläche. Nicht etwa auf der Apple Watch, wo sie eigentlich für gemacht ist, sondern auf dem iPhone. Denn ein paar findigen Jailbreak-Junkies ist tatsächlich ein Tweak gelungen, diese Oberfläche aufs iPhone zu portieren. Und wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren möchtet, dann ist dieses Video genau richtig für euch, denn ich zeige euch, wie ihr das Ganze auf euer iPhone bekommt. YouTube, let's go! Wir beginnen auf dem ganz normalen Homescreen unseres iPhones. Bedingung ist allerdings, dass es mit iOS 8 läuft. Ob es jetzt ein iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 4S oder ein iPad ist, das spielt keine Rolle. Hauptsache iOS 8 oder iOS 8.1. Optimalerweise natürlich das Letztere, weil das wesentlich stabiler läuft. Bedingung für die Installation ist auch, dass das Gerät gejailbreakt sein muss. Ich habe schon ein Video gemacht, wie ihr euer iOS 8 Gerät jailbreakt könnt. Den Link dahin findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und jetzt im QR-Code rechts. Wir öffnen also Cydia, denn das brauchen wir natürlich. Wir kommen auf die Startseite von Cydia und gehen in Installiert. Hier findet sich in den meisten Fällen eine App mit dem Namen Cydia Substrate. Die müsst ihr einmal ändern und neu installieren. Wenn die dort nicht ist, dann geht ihr einfach in die Suche und sucht nach der App. Das Ganze muss jetzt einmal ganz kurz abgeschlossen werden. Jetzt gehen wir zurück zu Cydia und das Ganze wird neu installiert. Wenn ihr das Ganze nicht habt, wie gesagt, dann geht ihr hier einfach auf die Suche und sucht nach Cydia Sub und dann findet ihr das schon bei SU und könnt es dann hierüber installieren. Als nächstes braucht ihr eine App mit dem Namen Filesa File Manager. Ist im Normalfall mit 4,99 € zu bezahlen im Cydia Store, aber ist in einer Demo-Version auch kostenlos verfügbar. Wir suchen also nach Filesa File Manager, da haben wir ihn, und klicken auf Installieren und bestätigen das Ganze. So, das Ganze wurde fertig installiert. Wir gehen auch zurück zu Cydia und wir sind jetzt wieder hier. Damit können wir Cydia auch wieder verlassen, denn alles Weitere können wir leider nicht hier machen. Als nächstes braucht ihr die Installationsdatei für WatchSpring. Die könnt ihr im Internet kostenlos herunterladen. Ladet euch die aktuellste Version. Im aktuellen Fall ist es 1.0.2. Es kann aber natürlich sein, wenn ihr das Video erst in einigen Tagen, Wochen, Monaten, Jahrzehnten anguckt, dass das Ganze schon ganz anders aussieht und wir bei Version 17.3 sind oder sowas. Das kann ich natürlich so noch nicht sagen. Ich habe den Link auf meinem iPhone jetzt natürlich in der Zwischenablage, weil ich den jetzt nicht eintippen wollte, da der nicht ganz kurz ist. Ihr öffnet die Seite einfach mit eurem iPhone im Safari-Browser, dann bekommt ihr diese Datei hier und dann geht ihr einfach auf In Filesa öffnen und hier seht ihr schon diese Datei. Jetzt geht ihr hier oben auf Edit, markiert die Datei und klickt hier auf Move, geht zurück auf War, dann auf Root, dann auf Media, Cydia, Auto Install und fügt die Datei hier ein. So, wir fügen das einfach mal ein an dieser Stelle. Wenn bei euch die beiden Ordner Cydia und Auto Install nicht da sein sollten, dann könnt ihr die ohne Probleme erstellen. Das funktioniert dann auch. Bedingung dafür ist allerdings, dass ihr das Ganze richtig schreibt. Ihr könnt euch jetzt hier noch einmal genau ansehen, wie man das schreiben muss. Und wenn ihr die Ordner mit genau diesen Namen erstellt und die aktuellste Version von WatchSpring dann da einfügt, dann funktioniert das Ganze auch. So. Wir gehen auf dieses Ding und klicken auf Install und jetzt kommen hier natürlich die ganzen Meldungen und jetzt klicke ich einmal auf Respring und ich weiß nicht, was mit meiner Videoaufzeichnung dann passieren wird, wenn ich das jetzt mache. Dementsprechend sage ich einfach mal bis gleich. Und wir sehen hier jetzt unseren Lockscreen. Wir können jetzt einfach unseren Finger auflegen, wenn wir ein 5S haben. Und wir sehen, tada, unsere wunderschöne Oberfläche. Wir können hier so ein bisschen durch die Gegend wischen, haben hier echt
elegante Übergänge und so. Ich finde, das sieht wirklich geil aus. Wir können hier mit Pinch to Zoom, also mit zwei Fingern auch hin und her zoomen, rein und raus. Und es ist wirklich ein irrsinnig genialer Tweak. Und ich finde ihn wirklich schön und möchte mich in diesem Namen nochmal ganz herzlich bei den Entwicklern bedanken. Ihr habt was Geiles gemacht. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, das funktioniert bei euch auch. Wenn nicht, unten ist eine Kommentarbox. Vielleicht kann ich darauf ja dann doch durchaus mal eingehen. Mache ich nämlich in den meisten Fällen. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!